Das Wetter passt zur Situation bei den Löwen. Trübe Aussichten an der Grünwalder Straße. Ein Geschäftsführer, der vielleicht beurlaubt wird, Transferstopp, interne Querelen, zum Schuheputzen fehlt das Wasser. Kein Wasser? In der Rechnung nicht bezahlt. Gut, das Wasser ist noch nicht abgestellt. Unstimmigkeiten und Machtkämpfe aber leider auch noch nicht. Leidtragender Trainer Rainer Maurer. Der hält sich aber lieber raus aus dem Streit der Vereinsführung. Ja, wir konzentrieren uns auf unsere Arbeit. Das heißt, wir machen unseren Job und wir haben ein sehr schweres Heimspiel. Und wir haben ja auch die letzten Heimspiele waren ja auch nicht so erfolgreich, sodass ich denke, alle Hände voll zu tun habe. Am Samstag müssen die 60er gegen den Tabellenführer Eintracht Frankfurt ran. Ja, es ist natürlich ein sehr starker Gegner, die stärkste Mannschaft in der Liga, die ja auch jede Woche natürlich auch ein bisschen Spiel des Jahres gegen sich haben. Und für uns heißt es natürlich auch, die sind seit 15 Spielen ungeschlagen. Wir würden natürlich gerne die Serie brechen. Die Löwen, derzeit auf Platz 6, bereits 9 Punkte hinter dem 5. Paderborn, kämpfen darum, den Anschluss an die Tabellenspitze nicht zu verlieren. Sportlich fordernde Zeiten also. Das stört die Unruhe, die derzeit im Verein herrscht, doppelt. Maurer, ruhig, versucht seine Mannschaft abzuschirmen und die gute Laune hat er auch noch nicht verloren. Ja, ich freue mich natürlich insbesondere nach dem Auswärtssieg in Ingolstadt, dass wir jetzt zu Hause mit Frankfurt die Topmannschaft haben und da wollen wir uns natürlich auch beweisen.